Lange Zeit kam er in Deutschland nur noch in Schauermärchen vor. Doch seit einigen Jahren ist er auch in freier Natur zu uns zurückgekehrt, der Wolf. Diese Rückkehr jedoch stellt die Politik vor neue Herausforderungen. Wie soll mit dem neuen, alten Mitbewohner umgegangen werden? In einer länderübergreifenden Initiative haben Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland jetzt ein Konzept für den Umgang mit dem Wolf erarbeitet. Es soll dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen gerecht werden. Und genau dazu will auch der BUND beitragen, nämlich indem er über den Wolf aufklärt. Der Wolf mit seinen geschmeidigen Bewegungen übt auf viele Menschen durchaus eine gewisse Faszination aus. Doch ohne schützenden Zaun dazwischen möchte ihn beim sonntäglichen Spaziergang oder einer morgendlichen Joggingrunde wohl keiner gegenüberstehen. Stellen Sie sich mal vor, wie wäre das für Sie, wenn in der Zeitung steht, dass in den Vogesen ein Wolfsrudel nachgewiesen wird? Was löst es so bei Ihnen aus? Sind Sie da freudig, eher, naja, skeptisch? Und dann stellen Sie sich vor, dass am nächsten Tag in der Zeitung steht, dass im Wald hier hinter Ihrem Haus ein Wolf ansässig ist. Macht das einen Unterschied? Ja? Und wollen Sie dann noch spazieren gehen? Dabei sei die Angst vor dem Wolf eigentlich unbegründet. Die Zahl der Todesfälle nach Wolfsangriffen in den letzten 50 Jahren in Mitteleuropa ist mit 8 Opfern mehr als überschaubar. Und diese sind ausschließlich auf die Tollwut und menschliches Fehlverhalten zurückzuführen. Gefährdet seien hingegen Nutztiere im ländlichen Raum, die sich im Freien oder auf der Weide aufhalten würden. Hier müssten sich die Landwirte erst an das Zusammenleben mit dem Neuankömmling gewöhnen. Wir haben hier also im Moment zwei große Populationen, die für uns in Baden-Württemberg von Bedeutung sind. Es gibt Wölfe hier in Mitteleuropa, das ist die mitteleuropäische Flachlandpopulation. Ja? Und hier unten gibt es die Alpenpopulation, die mit den Italienern verbunden ist. Und von beiden diesen Populationen kommen eben Tiere möglicherweise zu uns. Aktuell seien es zwei Wölfe, die nach Baden-Württemberg eingewandert seien. Da die Tiere jedoch mehrere tausend Kilometer in nur wenigen Monaten zurücklegen könnten, sei es durchaus möglich, dass noch weitere dazukommen. Die Ministerien sind zuständig für das Management der Tierart und wir machen das Monitoring. Sprich, wir schauen genau auf jede Meldung. Wenn jemand einen Luchs oder einen Wolf gesehen hat, dann gucken wir nach, was steckt da dahinter, ist noch etwas zu dokumentieren. Kann man das verifizieren oder kann man auch manchmal sagen, nein, das ist eben kein Luchs oder kein Wolf gewesen? Der Wolf steht also unter Beobachtung und wer eine verdächtige Sichtung macht, kann diese beim BUND melden, damit ihr nachgegangen werden kann und die Menschen im Land nicht in Angst leben müssen vor einer Gruselgestalt aus Kindermärchen.